Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, Sacrifice of the Wahl. Ja, wir sind jetzt im Schiffsfriedhof angekommen. Haben ja seit neuestem zwei Klauen, die wir benutzen. Die gleichen. Dap, dap. Und damit sind wir auch ein bisschen saverer geworden. Obwohl wir Blockchance jetzt weg haben. Weil wir haben mehr Leech, also Mana, Leben nach einem Treffer. Und zwar eigentlich relativ sehr viel mehr. Plus 8 und plus 15 physical, also psychische Schaden. Absorbiert vom Leben des Gegners. Also, der Gegner gibt mir Leben. 15% mit dem physischen, also mit dem physischen Damage, den wir anrichten. Das ist sehr gut. Also wir müssen jetzt wieder diese Höhle finden, da ist sie. Und darin dieses Ding holen. Können wir gleich noch schauen. Mythical Lantern Alflam. Also auf Elflam. Also eine Laterne der Allesflamme. Die ist mystik. Mystisch. Oh, ein großer Extra Life. Der macht auch extra Damage. Das ist nicht gerade gesund für uns, aber wir haben es locker geschafft. Oh, der ist gerade verschwunden. Der ist sofort verschwunden. Aha, hallo? Habt ihr euch versteckt? Bang. Es geht so schnell langsam. Und mit dem Dolchen sind wir da noch stärker. Schneller. Und stärker natürlich. Und ein Orb of Scouring wieder. So, Dele. Nach oben. Und jetzt müssen wir da nach unten. Meine Stimme verreckt fast. So, Dele, Herr Fairgriffs, greifen Sie mich an. Oh, der hat viel Leben dazu bekommen. So, Dele, dann gehen wir mal zurück. Und bereiten uns vor, die Rüstung zu verbessern. Weil der Endboss vom ersten Akt macht viel Ice Damage und die sollten wir dann schon mit der Rüstung, mit der neuen Rüstung herausfordern.
Was ist dein Stab? Der könnte ich in die Truhe legen von der Gilde. Ich werde ihn nie brauchen. Also er ist Zepter. Einhandstab. Reality Damage. Ja. Nee. Und nee. Wir bekommen nur 2 über. Ich brauche mehr. Haben wir noch Platz? Ja, ja. Also hier und hier. Sodele. Und den Skillpunkt, dankeschön, den habe ich reglich verdient. In den Husts, Blood Rage, da habe ich Blood Rage. Lightning War brauchen wir Arctic Armor, nicht Flash, Bone Offering, Vulnerable. Wir nehmen einen neuen Hust. So, und dann noch etwas zum die Schuhe. Noch ein Skillpunkt. Ah, den habe ich gar nie abgeholt von hier. Gar noch nicht abgeholt, deshalb 2 Skillbücher. Sehr schön. Jetzt machen wir hier weiter. Jetzt sind wir nochmal 8% schneller und haben 10% Damage und 20% erhöht akkurat, also Treff, also Angriffsrating. Mehr Dexterity. Okay. Dann werden wir hier wieder schneller, hier werden wir stärker. Und hier bekommen wir mehr Armor. Gut. Also machen wir einen Brutus-Run noch. Und dann schauen wir wegen der Rüstung. Hallo, grüße ich. Grüß dich. Oh, hier haben wir schon das Upper Prison. Wird das denn schneller? Wird das denn schneller ran? Hä? Wird das denn schneller ran? Shock Nova ist der letzte Mist. Nein, danke. Schau weg damit. Na, was soll das? Kommen wir nicht durch. Geh nach oben. Ja, hier ist nix. Faster Attacks. Fancy Charges. Ah, hier ist die Sägebohne. Sägeknochen. Schwerter brauchen wir nicht. Zwar das Schwert, also normale Schwerter, nicht die Dexterity-Schwerter, so wenig Stellenwerte haben. Weil Äxte, Nahkampf-Äxte sind viel besser. Einhand-Äxte. Ein Lost Gate. Eine Wahl-Area. Grüße. Jetzt geht's dir an den Kragen. Und shit, ne.
Vulnerable. Ich hoffe, der ist nicht zu stark. Vulnerable. Okay, wir bekommen mehr Schaden von physischen Attacken. Hoffentlich nicht zu viel. Ist eigentlich relativ leicht. Jetzt, weil ich hier sehe, so viele Gegner nicht angreifen konnten. Weil sie zu langsam sind. Oh, ich hoffe nicht, dass das dieser Gegner ist, der so viel Damage macht. So, es kommt mal ein Totenbeschwör. Doch, es ist der. Ja, der macht so viel Damage, zu viel. Für zweite Chance gebe ich ihm aber noch. Ja, ich weiß, dass du das nicht einsetzen kannst hier. Dann mache ich ein schnelles Portal. Nicht mit dem Skill. Aber das ist nicht gut, wenn ich da drin bleibe. Uff. Shit! Hör jetzt auf, so viel Damage zu machen. So, danke schön. Und Flame Blast. Ja, ich kann nicht mehr tragen. So, ich brauche wieder neue Scrolls. Ich habe noch irgendwelche zur Verfügung. Da habe ich zum Beispiel noch mehr. Da habe ich 40. Hallo. Oh, schöne Schuhe hast du. So. Den ausrüsten, den Haste hierhin tun, hierhin. So, dele. Dann gehen wir durch das Portal, ist nicht so lange. Da. Und jetzt mal links herum. Skeletis, get down. Skeletis, get down. Und die roten Meschwer. So. Also hier ist Gassack. Dafür kann ich jetzt die E drücken. Ja, voll viel Damage. Ich habe zu wenig Intelligenz und Ding.
Spell Damage oder 8% Dauer in Fire Damage. Und der Level ist der Game ist natürlich zu schlecht gelevelt. So, wo müssen wir noch hin? Da unten. Ein Slow Projectiles, damit wir mehr Damage machen. Bei Bogenangriffen könnten wir mitnehmen. Aber wir setzen ja keine Bogenattacken ein. Dann aufbewahren. Und hier fängt schon das Blut an. Wen haben Sie hier getötet? Der Gefängnisaufseher, Chef. Grüß Gott. Ah, ich hab die Ding nicht, die Aura. Jetzt geht er ein bisschen schneller zum Besiegen. Sind die schon so viel stärker geworden? Okay, die nehmen wir mit. Und das Knife noch, das schält nicht. So. Das Knife ist eher für Mage, nehmen wir nicht mit. Also, können wir verkaufen. Schrott. Also jetzt schauen wir nochmals kurz zum Schild. Zuerst kurz verkaufen und dann Akt 3 Schild suchen. Da. Push off. Items zuerst, die muss ich machen. Wie kann ich die? So, jetzt. 5, da kann ich einen gleich. Nur einen. Ja. Mist. Rissi. Da. Und jetzt. Oh, fast! Fast! Okay, ich werde ein paar Mal MFs Runs machen und die suchen. Die Alternation Shards. Ah, ich habe hier noch. Ja, ich habe ja noch hier. Die kann ich alles rausnehmen, weil die GD ja nicht mehr aktiv ist. Ach, stimmt. Das werden wir ganz viele machen. So. Pushers. Kann ich mehrmals auf einmal kaufen. So. Jetzt nochmals probieren. Nein. Nein, auch wieder fast. Auch fast. Einen roten. Eigentlich brauchen wir gar keinen roten.
Also malerisch brauche ich nicht. Also ich mache jetzt mal Reef, Fast Attacks, dann Multi-Strike. Ah, wegen Dinglish. Ah, wegen Live-Leash. Nein, schon wieder fast. Komm schon, noch eins. Ach, okay. Ja, wird schwerer, als ich es gedacht habe. Also, dann werde ich noch ganz viele Shards holen. Für diese Linked Orbs, genau. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Eventuell hat es geklappt oder eventuell hat es nicht geklappt. Aber Dankeschön fürs Zuschauen und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bye, bye.